Freunde des besten Modegeschmacks, ihr seht mal den guten Andy vor der Kamera, hier rechts, hier vorne. Und ihr wisst, ihr habt es gesehen im Thumbnail, heute gibt es ein Solo-Video von mir. Ich habe etwas gekauft, was, glaube ich, die wenigsten von euch jemals gesehen haben oder sehen werden. Und deswegen dachte ich, ich muss heute ein Special-Video machen, damit ihr wisst, wie ein kaufsüchtiger Idiot aussieht. Und Freunde, es geht hier um diesen Schuh heute, also nicht diesen Schuh, aber diesen Schuh. Ey, Air Force One. Ich glaube, es gibt keine Silhouette, die in den letzten 5 Jahren so ausgeschlachtet wurde wie dieser. Ich glaube, jeder hat einen. Ob es Classic White oder Weiß-Schwarz, Weiß-Blau. Es gibt tausende Farben, tausend Colorways. Eine Ikone, 1982. Und wir haben heute die Ehre, einen Collab zu haben. Ihr seht, Freunde. LV. Dieser Schuh, was kann das sein? Da-da-da-da. Der LV Air Force One. Es ist ein Schuh, Design von Virgil Abloh, noch ganz schnell. Der Bruder ist auch schon fast ein Jahr her, dass er von uns gegangen ist. Ich glaube, am 28. November. Deswegen, Freunde, ich möchte gar nicht zu lang um den Brei reden. Ich packe den Hasen aus der Box. Ihr seht, es ist eine große Box, weil der Schuh ist auch nicht klein, logischerweise. Wie viele Paare gab es worldwide? Ich weiß auch nicht, Freunde, was für eine Antwort. Ich habe keine Antwort, deswegen, Freunde, das müsst ihr schreiben in die Kommentare. Der Schuh ist sehr, sehr krass limitiert. Er kam in 9 Farben raus im ersten Drop. Bei der Kollektion, also es, beim Runway, gab es 72 Modelle, also 72 verschiedene oder 48. 47. Es gab 47, danke Alex, 47, Freunde. Und es gab ganz verschiedene Farben, also es gab halt diese Classic, die rauskam, so Triple White, Weiß-Orange, Weiß-Blau. Dann gab es all diese crazy ass Highs, also so mit so Graffiti und diesem Classic LV Chess Muster. Aber es kamen beim ersten Drop nur 9 raus. Davon waren glaube ich 6 Low und 3 Highs und 3 Mids. Und heute, Freunde, dieser Box ist einer davon. Noch ganz schnell zum Abschließen, der wurde made in Italy, also der Schuh, das erste Mal in der Geschichte von Nike, also beim Air Force, dass sie einen Schuh, also einen Air Force außerhalb von einer Nike-Stätte gemacht haben, also der wurde in einer LV-Stätte in Italien gemacht und das ist auch der Grund, wieso der scheiß Schuh 2.300 Euro kostet Retail, aber Freunde, Resell, da wollen wir gar nicht reden, der Schuh variiert von 5 bis 20, 30.000, ich glaube, es waren genug Fun Facts, gehen wir rein in diesen Schuh. Da unten machen wir den auf. Also, by the way, schreibt in die Kommentare, welchen Colorway ihr denkt, der gute Andy sich geholt hat. Wie sieht das aus? Sehr behindert oder sehr behindert? Schon potent behindert. Freunde, also. Okay, gut. Das muss weg. Das muss weg. Oh, noch meine Verpackung. Ah, der Scheiß kommt weg. Oh. Wir sehen schon mal die ersten Details. Also, ihr seht, die Box hat so ein LV-Monogramm, also dieses Classic LV-Monogramm, diese Fleurs, diese LV-Logos. Es hat auch eine Schlaufe hier vorne, wenn man so durch die Straßen von München laufen möchte, auf Wheelflex-Basis und jedem zeigen, ich bin reich. Und dann hier schnell LV-Tag und noch das LV in Leder. Also man muss schon sagen, qualitativ bis jetzt hochwertige Verpackung, muss man wirklich sagen. By the way, Freunde, wer noch nicht auf Instagram Andy von Andy Klöf folgt, der hat 100 Jahre Pech und wird als Jungfrau sterben. Freunde, nee. Wir sehen, Freunde, hier die Dustbags. Okay, sind ganz normal. Freunde, man sieht hier die Box. Hier unten nochmal Leder, LV, oder? Ja, LV und Nike Air. Riecht gut, nicht nach Kinderarbeit. Schon mal sehr, sehr wichtig, weil bei Nike riecht sehr viel nach Kinderarbeit. Das wisst ihr normalerweise. Grüß gehen raus an die Bangladesh Bres. Und dann die Vietnam und Bangladesh Bres. Hier haben wir schon mal noch ein paar extra Laces. Cocaine White. Wichtig und richtig. Freunde, seid ihr bereit? Seid ihr bereit zu sehen, für was Andy zu viel Geld ausgegeben hat, das er nicht hat? Da ist er. Freunde, der LV Triple White. Ob man ihn Coke White nennen möchte, Triple White, ist euch überlassen. Andy hat keine Inspiration gegeben. Aber ihr seht, es ist dieser clean Colorway, der cleanste von allen. Okay, ich beschreibe ganz schnell. Es ist top, top, top Quality Leder. Es ist voll mit LV Monogramm. Man sieht es von vorne bis hinten in der Innenseite. Das glaube ich sogar mit Gold geplättet. Habe ich gelesen gehabt. Das ist so Gold. Ich glaube Gold im Fall. Deswegen ist auch so teuer, also auch einer der Gründe, wieso das so krass teuer ist. Bei LV gelesen, gerne korrigieren, was ich falsch bin. Und man hat eben hier diese Classic, wie bei auch beim Nike Air Force, oder beim Off-White Air Force, diese Schrift. Da steht jetzt drin LV for Nike, Nike Air Force.
USA, irgendwo unten links, USA. Wie die Pese-Kollektion, die letzte, normal. Die Idee ist noch davor, diese Laces, da steht Laced. Finde ich jetzt nicht so cool, to be honest. Hätte man was Besseres machen können, so irgendwie so, Virgil for LV oder sowas, was Cooleres. Vorne drin, Polsterung, sehr, sehr dick. Und da steht noch der Code, den zeige ich mal lieber nicht. Made in Italy und drin noch die Sohle, LV und Nike, also Nike-Logo. Ey, ich sage euch ehrlich, ich glaube, man kann damit nichts falsch machen. Aber was ich noch machen wollte, ist den Vergleich. Einfach, damit ich so ein Gefühl habe. Ihr müsst vorstellen, dieser Schuh, der kostet 100 Euro. Dieser Schuh, der kostet 2300 Euro, wenn nicht mehr, also Retail. Und jetzt ist die Frage, lohnt es sich? lohnt es sich, Alex? Nein. Freunde, ey, bei bestem Gewissen, ihr wisst, meine Glück ist eine Feriennudel. Er ist nicht wert. Also, schaut, Leder ist cool, Design ist okay. Ja, okay bis cool. Aber sonst, ich glaube, wenn auch bei den Close-Ups, man sieht nicht die größten Unterschiede so. Ich glaube, die Sohle ist relativ ähnlich. Also ich glaube sogar, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sohle extra in Italien gegossen wurde. Die safe auch aus Bangladesch oder Vietnam. Ey, aber was mir auffällt, die haben keinen Tag vorne. Die haben keinen Air Force Tag. Das wäre auch cool, so ein Details. Aber lass mich nicht, wenn ich mich nicht täusche. Also die neuen Air Force haben oft nicht kein Tag mehr. Aber ich bin auch schon aufgefallen. Das wäre ein cooles Detail, hätten die vorne auch noch ein Nike, so ein Nike und Elvis Hut. Oder Nike Elvis, I don't know. Oder einfach Virgils Gesicht, wegen der Bruder ist tot leider. Dieser Schuh, für einen Club logischerweise, wie man es bei Ihnen kennt. Ich glaube, die Closer haben alles gesagt. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr ihn tragen würdet, wie würdet ihr ihn tragen? Würdet ihr Resell zahlen oder was für euer Pay Gap? Und sonst, was ist besser, der Nike Dior oder der Nike Virgil Collab? Also, nein, der Nike LV Collab. Weil ich muss ehrlich sagen, ich fand den Nike LV Schuh einiges spannender als dieser Nike Dior Schuh. Der Nike Dior war für mich so diese Classic. Ich bin Fußballer, verdiene 100 Millionen im Monat, schaue Justin Videos und brauche irgendwie so einen coolen Jordan 1. Diese Vibes. Deswegen, Freunde, da einfach zuschauen. Bei 1000 Likes zieht Claudio den durch die Nase. Peace out. Woo! Claudio, du musst machen. 1000 Likes, Glück zieht durch die Nase. Normal.